Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Okay, ich bin wieder da. Hurra! Maul. Fresse! Nochmal zur Sicherheit die Türen zur Cafeteria zu, damit wir wenigstens noch einen kleinen Puffer haben, falls die ganze Truppe dann doch mitkommt. Dann Kane und seine Gang. Hast du wieder Freunde gefunden? Oh ja, mehr als genug. Eine sehr freundliche Nachbarschaft. In der Schule wird mir mal kalt. Was ist denn hier los, ey? Klimaanlage zu hoch gedreht oder was? So, zweiten Propantank ins Regal. Das ist das Regal auch gleich voll, ey. Okay, die Axt, ja, geht wohl besser. Wie kann man die repairen? Mit Duct Tape und Glue? Mit Duct Tape oder Glue? Ich glaube, eins davon reicht. Ja. Pack ich mir mal so einen Glue ran. Er schnüffelt am Klebstoff, ey. Der gute Valvo. Hat natürlich nicht geklappt. Scheiße. Ist der Glue weg. Ach. Glue, Duct Tape, Scotch Tape. Da mal ein bisschen Suppe löffeln hier. Beziehungsweise trinken. Nam 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 nam. Fertig. Papa ist satt. Das war lecker. So, 1.50 Uhr und wir leben wieder in der Dunkelheit. Hast du schon gecheckt, dass man auch sortieren kann? Inwiefern? Also ja. Jetzt, wenn du... Okay. Weil du mal gesagt hast, was ist denn da alles Essen? Wenn du sortierst nach Kategorie, siehst du, was alles ich Essen ist. Ich weiß, Closing Container Item Weapon. Aber ich sortiere mal nach Typ, dann weiß ich wenigstens, wo ich was finde. Kalt. Du musst deinen Weg finden, warm zu bleiben. Ich schau mal, ob ich hier einen Pullover finden kann, weil die Weste scheint irgendwie so nicht zu reichen. Bluse. Pullover. Ah, gelb. Lieber sterbe ich, bevor ich einen gelben Pullover anziehe. Sieht doch nicht aus wie eine Ente. CD. Achso, irgendwann repariert es immer weniger. Es ist nur noch 7%. Krass. Ah, was soll's. Ist alles ganz gut. Hilft mir alles, die Axt noch länger am Leben zu halten. Lebenserhaltende Maßnahme für die Axt. Hier gibt's überall Blusen. Was soll ich mit einer Bluse, ey? Die ist aber gar nicht schlecht, die Bluse. Cube. Die Bluse hält nämlich für 6 warm. Okay, die Temperatur. Pullover für 15. Ja. Und die Weste für 5. Beim Rock weiß ich nicht. Siehst du einen Rock gerade? Ja, ich bin gerade mal an einem vorbeigelaufen. Die Hose gibt 8 Temperatur. Ich zieh mal eben den Pulli an. Der Rock war hier irgendwo drin. Da ist er. Der Rock, Temperatur 5. Okay. Ja, lüftet halt von unten, ne? Mhm. Pistole brauchst du? Ich will ehrlich gesagt nicht wirklich eine mitnehmen. Mhm. Ja, ich auch nicht. Dafür ist mir dann doch hier zu viel Action, ey. Sollen wir wieder rausgehen? Können wir gleich machen. Weil 3.30 Uhr wird schon wieder hell. Bandagen, Beta-Blocker, Reduce Your Panic. Lass ich auch mal da. Im Offscreen-Modus habe ich so eine Pharmazie gefunden. Das war auch geil. Also Offline-Modus. Okay. Hast du eine Apotheke oder was? Mhm. Mega geil. Ja. War da viel drin? Ja. Da war extrem viel drinnen. Alles, was man sich halt vorstellen kann, punkto Schmerzpillen und Beta-Blocker und so. Okay. Gut. Wäre schön, wenn du mal langsam rauskommst, denn hier draußen ist ein bisschen Action, glaube ich. Ich glaube, die Viecher sind mir tatsächlich alle gefolgt. Super. Obwohl, bisher habe ich erst 3 gehabt, und 3 platt gemacht. Na dann, schau. Ah, easy. Kannst du drin bleiben. Ich regel das alleine. Aber immerhin ist es schon mal wieder hell draußen, das ist schön.
Ich finde es geil, dass es diesen Rubik Cube gibt, ey. Schade, dass man ihn leider nicht benutzen kann. Wäre cool, da so gegen Langeweile oder so. Der Genie. Relas Genie. Weil du trägst eigentlich schon die ganze Zeit lila eine Hose und lila einen Pulli, kann das sein? Ja. Aber ich finde es sogar geil, ich bin jetzt drauf gekommen, dass man sich auch aussuchen kann, was man trägt. Also eben mit diesen Dropdown-Fenstern, mit diesen. Mit dem Dreieck. Das da jetzt neben den Hosen ist. Wenn man jetzt drei Hosen hat, kann man das Dreieck auswählen und dann so. Kann man sich aussuchen, welche Farbe man anziehen will. Ja. Das finde ich auch ganz cool. Bin ich eigentlich bisher nicht drauf gekommen. Erklärt meine rosanen Sachen. Ach komm, geh drauf. Ich habe hier mit der Truhe auch gerade irgendwie Probleme. Obwohl, jetzt geht's down. Jawohl. Ja, meine auch. Und Matsche über die Straße verteilt. Großer Wanderrucksack. Ja, schön. Boah. Den hat's aber mal weggematscht, ey. Ich hab seinen Kiefer in die eine Richtung gedrückt und du den Rest in die andere. Sah gut aus. Ah, lauf nicht zu weit. Da unten sind schon wieder die nächsten. Da haben wir einige mitgenommen. Ich dachte, über was freut sich der Valvo? Ein großes Straßenfest. Christopher Street Day. Deswegen laufen da nur Männer rum. Love Parade. Fehlt nur noch die Techno-Mucke. Okay, Zombie-Mann. Zombie-Bergmann. Was? Spannendes dabei. 9mm Patronen. Natürlich. Sie hat eine Pistole dabei. Sollen wir die echt noch mitnehmen? Ja, ach komm. Wir müssen schon so mega viele haben. Ey, wir können eine ganze Armee ausrüsten, ey. Vielleicht finden wir ja mal den ein oder anderen Gastspieler. Ja. Stimmt, ihr könnt uns ja auch gerne schreiben, wenn ihr mal dabei sein wollt. Ab Folge 100 oder so. Okay, ah, hier waren wir schon drin. Waren wir? Ja, hier sind überall Tote. Wir sind nur vorne reingegangen. Wo laufen wir? Da hinten, okay. Ich weiß nicht, also hier lädt bei mir zumindest nichts weiter. Ich glaube, ich bin hier an den Rand der Map gekommen. Kommst du auch nicht weiter? Doch, doch. Wie er da steht. Ja, ich komme da nicht drüber, hier ist eine Grenze. What? Dann lauf mal außen rum, vielleicht geht das. Da waren wir auf jeden Fall schon. Ach ja, mit Profis. Und hier ist für mich auch die Map zu Ende, also weiter komme ich nicht. What the fuck? Oder what the fuck? Wenn du auf der Hauptstraße langläufst? Ich schau gleich mal, ich habe gerade die Zombie-Truppe wieder am Arsch. Passt, ich loote und du... Blutest. Ja, Zombie. Kriegen wir das lieber im Freien, hä? Du und ich draußen an der frischen Luft. Frische Luft. Also irgendwie ist das Feld jetzt gerade für mich sehr eingegrenzt. Probier's mal auf der Hauptstraße. Ja, ich bin gerade auf der Hauptstraße, auch die ist für mich sehr beschränkt. What? Ich versuche mal, was passiert, wenn ich hier stehen bleibe oder die ganze Zeit dagegen laufe. Oder passiert nichts. Wie viel Uhr hast du bei dir? 8. Ich auch. Okay. Komisch. Der Blocker. Spannend.
Nicht wirklich. Ich wusste, dass es kommt. Aber mein Feld beschränkt sich hier jetzt auf diese beiden Häuser mit den beiden Garagen. Und ich kann nur die vordere Reihe des Parkplatzes sehen. Was? Kommst du zur Dings nicht mehr zurück, zur Schule? Nein. Was? Okay. Oder mal kurz auslocken und einloggen. Das dauert wieder ewig, die Folge ist eh in 2 Minuten vorbei. Dann sieht sie noch eine eingeschränkte Folge von Kenny. Also wie immer. Und beim nächsten Mal soll es dann wieder normal weitergehen. Ist echt komisch. Schauen wir mal. Entweder ist es wieder eine Spackung von meinem Internet oder... Weiß der Geier, was das ist. Oder bei mir buggt's mal wieder rum. Na, du kannst überall rumlaufen, weiter. Ja. Pack gerade die ganzen trockenen Rahmnudeln und so weiter ein. Bist du schon wieder in der Schule oder was? Nee. Ach so, ein. Am Looten. Alles Verrottete. Schön. Gut, im Kühlschrank ist mal alles verrottet. Absolut alles. Ja. Ich überlege, ob wir so die Becher auch mitnehmen sollen und auffüllen, ob wir das mal uns antun wollen. Aber, ist halt auch so unspannend. Ja, vor allem ist es halt Ballast, ne, den du immer dabei hast, so. Ja. Das stimmt, schau mal darauf. Das Bäumchen kriege ich nicht weg. Ja, haben wir eigentlich immer so alles offen gelassen? So alle Häuser, wo wir drinnen waren? Die Türen? Ich glaube nicht, oder? Weiß nicht, am Anfang glaube ich nicht, aber dann... Könnten wir mal auch machen, so in Zukunft. Dass wir gleich wissen, wo wir drin waren. Machen wir doch jetzt schon, oder nicht? Ihr wollt mich jetzt gerade ein Zombie gesehen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Das ist eine schlechte Kombi. Umgekehrt wäre es besser. Auf jeden Fall. Wäschekammer haben wir hier noch. Pullover und Schuhe sind hier drin. Rosa. Achso, das ist dann das, was du gesagt hast. Genau, das ist die Farbe. Dann brauchst du noch einen Pinsel und dann kannst du damit so das Eingegipste oder sowas anstreichen. Okay. Ich lasse Rosa mal da. Blau. Golfschläger. Kennt sich wahrscheinlich nicht mehr aus. Haben wir eh Millionen eigentlich schon. Schlafzimmerchen. Wieder ein Golfschläger. Gut ausgerüstet. Läuft ja. Das auf jeden Fall. So, mach ich noch hier eben den Baum weg. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Hast du mit der Axt? Ja. Stimmt, mal, dass ich leveln kann. Stimmt, das könnte man auch zu Hause machen. Also in der Schule die ganzen Sachen zerstören mit der Axt. Ja. Das ist ja mal eine Idee. Die ganzen Türen. Auf jeden Fall. Aber erstmal können wir jetzt die Folge beenden. Die 30 Minuten sind rum. Ja. Liebe Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Dann hoffentlich geht es beim nächsten Mal weiter mit ein bisschen mehr Sicht und so. Ja, genau. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Project Zomboid. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Macht's gut. Ciao.